Und damit herzlich willkommen zu einem Spiel, das ich noch nicht entdeckt hatte in meiner langjährigen Suche nach Shootern. Ein neuer Shooter, naja, aus dem Jahre 2001. Ich habe keine Ahnung, wie der an mir vorbeigegangen ist und warum ich die Videos mit einem anderen Programm capturen musste und das nicht bei OBS konnte. Egal. Chaser ist ein Shooter, den ich jetzt anfangen werde zu spielen. Und ja, viel Spaß dabei. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass das ziemlich oldschool aussieht und mich damit gefangen hat. Auf geht's. Ich nehme normalen Schwierigkeitsgrad. Und es spielt auf dem Mars. Oder in der Station um den Mars herum. Mal gucken. Joe Wood Productions präsentiert ein Spiel von Cauldron. Chaser. Ein 3D-Shooter. Mit einer großen Station in der Nähe von einer Sonne und mäßigen Texturen. Aber das macht ja nichts, das bin ich ja von alten Spielen gewohnt. Ja. Das Gute an dem Spiel ist, dass ich anscheinend jemanden spiele, der sein Gedächtnis verloren hat. Und als Waffe konzipiert wurde oder so. Ich hab's nur angelesen und dann wollte ich das spielen. Lesen. Und das ist anscheinend meine Spielfigur hier. Eine tote Figur anscheinend. Los, vorwärts! Oh, es ist ja doch auf Deutsch. Okay, gut, ja. Und jetzt? Die anderen beiden nehmen es, ja? Naja.
Oh, ich gehe einfach weiter. Okay, aber das mit der Planetenaussicht ist hübsch. Und der Lärm passt zur Musik, das ist auch gut. Das ist Chaser! Ja, den werde ich gleich spielen. Bereich gesichert! Auch hübsch. Ja. Aufzug in Sektion M! Aufhalten! Na gut, dass das Ding gerade aufgegangen ist. Und ich kann anscheinend ganz gut springen. Okay. Das ist jetzt aber kein Film, oder? Ich habe immer noch nichts gedrückt. Hast du das gehört? Er ist im Lüftungssystem! Feuer! Chaser, Station Majestix. Flucht. Schön kantige Grafik. So habe ich das erwartet. Missionsziele. Dieses Schiff scheint jeden Moment in die Luft zu fliegen. Ich sollte ein Sicherheitsmodul suchen, darin entkommen und so weiter und so fort. Gut, ich kann jetzt endlich steuern. Und hier nochmal rausgucken. Majestic's Mainframe, please enter your ID. Thank you. Okay, dann nicht. Ich wüsste meine ID jetzt auch nicht. Aber ich weiß ja nichts über meine Spielfigur, die Amnesie hat. Achtung, Personal! Chaser ist in Kommunikation in Gefahr! Der Text klang jetzt auch gut. Okay, ich muss also weiter runter. Oder ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten, aber. WSAD kenne ich ja, Mausbewegungen. Und ich habe das Tutorial ja am Anfang gespielt, wo mir auch nicht gesagt wurde, dass ich irgendwie mit anderen Tasten als mit E drücken könnte. Hier ist auch gelb. Okay. Da ist rot geworden, hier ist wieder gelb. Und er ist weg. Gut. Nicht anfassen! Das ist eine Bombe! Okay. Also wirklich hochspringen kann ich jetzt nicht. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Nützen. Die beiden hier hat es erwischt. Und Armor. Und noch eine Musik. Okay. Okay, das reicht. Fallen lassen. Sofort. Er hat ein Gewehr. Ruf Hilfe.
es geht auch recht gut los. Die haben keine Arme, die sind sofort verletzt. Ich laufe hier durch die Gegend und alles explodiert. Okay, hier ist eine Tür offen. Achtung, drohende Schildkrankstörung. Nächsten Sicherheitsbereich aufsuchen. Die Ansage klingt auch sehr gut. Ist nix. Medifact, das ist gut. Und ich kann hier durch. Hier ist extrem gefährlich. Auf keinen Fall durchlassen. Ich wiederhole, er läuft hier direkt in den Fall. Okay, hier kam ich nicht durch. Da geht's wieder, ist wieder verlängert. Da ist noch eine Tür offen. Das war halbwegs überraschend. Hier liegt auch irgendwas rum. Ich habe überlegt, ob das vielleicht Explosionsmaterial wäre, aber nein. Was machst du hier? Krieg ich da nicht? Wir kriegen ihn! Ich krieg ihn doch. Einer innerhalb, der andere lebt aber auch noch. Oder? Okay, hier ist ein Stück Weg, der mir das hinführt. Okay, dann wart ihr beiden halt hier drin, habt auf mich gewartet. Alles mal zugemacht, damit ich da nicht wegkomme. Das überlebst du nicht! Na, hier ist noch einer. Tau. Kann ich nichts machen, hier kann ich nichts machen. Und hier komme ich her wahrscheinlich. Richtig. Kann ich hier was drücken? Ja. Der Fahrstuhl funktioniert und lässt mich hoch. Eigentlich erwarte ich jetzt die nächste Welle. Sieh schon. Was? Okay, ich habe nicht wirklich mitgekriegt, dass ich jetzt schon keine Energie mehr habe. Jetzt muss ich mir auch noch einen gewöhnen zu speichern. Ja. Warum ich dieses Kommando verfolgt, muss ich rausfinden. Achtung, Achtung, Personal! Chaser ist entkommen, Station in Gefahr! Subjekt nicht zu sehen! Bereich gesichert! Folgen! Okay, hast du die? Okay. Nicht anfassen! Das ist eine Bombe! Thank you.
Ja, beim zweiten Mal durchrennen ist es natürlich etwas entspannter. Ja, kann ich nicht. Okay, ich bin voll schlecht. Ja, können wir sparen. Nochmal eine Runde. Achtung, Achtung, Personal! Chaser ist entkommen, Station in Gefahr. Ja, Chaser ist entkommen, Station in Gefahr. Oh mein Gott, da läuft einer. So, diesmal siehst du mich nicht. Da auch nicht. Nicht anfassen! Das ist eine Bombe! Aufgesammelt. Okay, das reicht. Er ist da. Ja, dein Gewehr! Ruf Hilfe! Der Kollege brüllt. Ich drücke jetzt auf die richtige Taste. Gut. Ich habe gespeichert hier, komme ich jetzt wieder zurück. Nur 31 Hertz noch. Das wäre dann mal hier. Und wieder 100. Hier ist extrem gefährlich. Auf keinen Fall durchlassen. Ich wiederhole, läuft ihr auf keinen Fall. Okay, ich dachte, ich wäre in die andere Richtung gelaufen. Okay. 57, 42, da kann ich gleich nochmal speichern. Und hier jetzt mit Bedacht reingehen. Okay. Zu laden, hör ich auf. Was so stimmt, wie ich nicht der hört doch Stimmen. Okay, das könnte gut werden. Okay, es wäre schön, wenn ich jetzt Health finden würde. Ne?
ein anderer Fahrstuhl. Hier komme ich nicht durch, ne? Ich habe jetzt hier irgendwas gedrückt, was bewirkt hat. Achso, weil dieses Pad auch eine Interaktions... Indikator hat. Aber ich komme hier trotzdem wieder runter. Kann ich hier vielleicht auch drücken? Nö.